Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an Bord des Redstone-Kreuzfahrtschiffs. Das ist irgendwie, Moment, irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig. Mal ganz kurz gucken. Also, Pause und Lost Focus. So, dann müsste das jetzt besser so. Ja, ist besser. Okay, dass das Spiel nicht immer, wenn ich aus dem Spiel rauslefte und jetzt irgendwo anders bin, zum Beispiel im Aufnahmeprogramm oder so, dass das Spiel nicht quittiert wird. Also im Pausenmodus geht. Gut, wir sind hier immer noch am Kreuzfahrtschiff zugange. Ja, das wird jetzt auch noch die nächste Zeit so weitergehen. Wir bauen ganz fleißig hier und dort mit keinem direkten verbindlichen Ziel, mit dem verbindlichen Ziel einfach mal weiterzukommen. So, und dann möchte ich das Ganze hier nochmal ein bisschen abschrägen, denn so harte Ecken tun auch im Auge ein wenig weh. Das ist dann so ein wenig schöner, eleganter. Und hier ist ja diese Lobby hier unten, die er hier hochgeht. Das muss man auch nochmal gucken, wie man das nett designt irgendwie. Das wäre natürlich cool, wenn man auch hier so einen kleinen quasi Bogen reinbaut. Ja, sonst bauen wir einfach einen Bogen rein. So, bauen wir hier einen Bogen rein. So, dann sind wir alle glücklich. Wir Menschen lieben Bögen. Und nach dem Bogen kommt dann weiß. Kommt die weiße Kram. Auch das kann man nochmal dekorieren. So, die Wände und solche Sachen. Werden wir nochmal gucken, dass das... Aber das ist jetzt unwichtig für heute. Es ist eher wichtiger, dass wir jetzt unser Theater weiterbauen. Beziehungsweise nicht Theater, eher die Lichtshow. So, der Spieler soll ja dorthin gebracht werden. Das ist ja die ganze Zeit, mein ganzes Vorhaben ist es, den Spieler in die richtige Richtung zu weisen. Auf dass er dann irgendwann ankommt dort bei der Show. So, hier hinten den Bühnenraum, den würde ich gerne ein wenig runtersetzen. Ein wenig verkleinern. Und zwar einmal von hier bis da hinten. Auf die andere Seite. Bis da. Mit Luft füllen wir das erstmal. Jetzt füllen wir den Rest aus mit dem hier. Na, Fill. Das ist, was für ist das für ein Block? F3 und H war, um die auszuschalten. Stone Slab. Stone Slab 6. Ja, beziehungsweise ist das überhaupt 6? Also, Fill von da bis da mit Stone Slab 5, 6, 12, 11, 13, 14. Okay. Sehr schön. Also, hier geht es weiter dann in Richtung Theater. Das müssen wir nochmal hier jetzt ein bisschen gucken, wie wir das machen vom optischen her. Wir brauchen einen richtigen Eingang. So eine Art Theaterkasse. Mit kleinem Interface, da bezahlt man dann, ja, was bezahlt man? Emerald bezahlt man, um sich die Vorstellung anzugucken. Und die Frage ist jetzt, ob das Theater permanent offen hat oder die Vorstellung nur abends ist. Also Vorstellung, ja, das wäre eigentlich schön, wenn man sowas macht in diese Richtung. Also. Hier ist auf jeden Fall Wand. Hieraus mache ich auch auf jeden Fall Wand. Das ist eine auf jeden Fall Wand. Hier haben wir nun eine auf jeden Fall Wand. Und hinter der auf jeden Fall Wand wäre dann hier der Eingang des Theaters zu verzeichnen. Hier geht's dann. Ich sage mal Theater, es ist natürlich kein Theater, aber hier würde es dann zur Show gehen. Zur Sache gehen. Bei uns geht es immer zur Sache. So. Tap, 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 tap. Frage ist, wie gestaltet man es? Also, viel Platz für ein Interface haben wir wegen des Wassers geschuldet nicht. Was aber geht, ist, dass man hier so eine Art Durchlass baut an der Stelle. Ja, das ist alles gar nicht mehr so übel gedacht. Warte mal. Wir machen jetzt hier quasi, ja, den Eingang machen wir hier. So, pass auf, dann machen wir jetzt erstmal das hier weg. Das Gestalten können wir nachher machen. Jetzt gestalten wir erstmal den Eingang dieses Spektakels. Meine Idee ist, dass man den Kassenautomat und das alles einfach hier hinsetzt. Das ist ja eigentlich nicht viel Arbeit, so einen Kassenautomat zu machen. Ich mache jetzt mal Pink Terracotta. Sieht irgendwie komisch aus. Kann aber nicht, es muss aber dezent wirken. Machen wir White Terracotta. Sieht ein bisschen dezenter aus. Erstmal, ja, sieht auch blöd aus, aber auch nochmal das Gestalten tun wir gleich machen.
Eieiei. Ist ja schwerer als erwartet. Oder wir machen es mit Zäunen. Das ist ja auch oftmals gang und gäbe, dass man gerne Zäune verwendet. Und dann eine Tür oder irgendwas, welches sich dann öffnet. Da benutzen wir jetzt mal so dieses spezielle Design, welches ich euch mal gezeichnet hatte von mir. Eine Tür, die sich umklappt beim Öffnen, also auf und zuklappt. Setzen wir mal hier einen Kolben hin und setzen daneben einen Block mit Redstone drauf hin. Und dieser Block mit Redstone triggert dann die Tür. Gleichzeitig sorgt er noch dafür, dass die Tür ausgefahren ist oder eingefahren ist. Machen wir mal so. Na, jetzt mehr oder weniger geklappt. Das würde nämlich auch gut gehen mit dem Teppich, der da hier beginnt. So ist die Tür ja jetzt eingefahren und man kommt hier nicht durch. Kommt nur bis zu diesem Block vorwärts und dann öffnet sich die Tür und da kann man durchgehen. Der Ausgang wäre dann hier. Gut, jetzt möchte ich es vielleicht doch ganz gerne aus diesen Dingern hier machen, weil ich das Layout von denen sehr genieße und schön finde. Das ist der Ausgang, das ist der Eingang. So. Dann wird der Gast gebeten, sich hier einzureihen. So. Japp. Fein. Jetzt wäre das nächste, dafür zu sorgen, dass es alles nicht so ganz beknackt aussieht. Und eben kurz hier den Türmechanismus zu bauen. Dazu bauen wir nach unten. Jetzt einmal Redstone hier hin, ein Kolben hier, ein Redstone-Block hier und ein Kolben. So, einen echten Sticky-Kolben natürlich. Wir brauchen das und wir brauchen einmal schwarze Wolle. Und dann natürlich jetzt noch den schwarze Wolle-Teppich, den wir dann hier komplett hinsetzen. Show. Show verlassen ist da. Ausgang Show. Das sieht doof aus. Der blöde Türberg nervt hier auch in Minecraft manchmal. So, jetzt aufpassen, dass wir hier keinen Baufehler machen. Wir müssen jetzt hier schon nach oben gehen. Für hier weiterkommen. Und da kommen wir hier an. Ich würde mal sagen, das ist doch wunderbar, Leute. Das sieht doch gut aus. Noch irgendwie hinkriegen, dass es die Show nur abends öffnet, also dass man quasi das irgendwie aushängt. Show öffnet nur abends. So, und eine Warteschlange wollen wir auch noch haben. Das machen wir jetzt auch mal wieder ganz nett. Machen mit hellgrau das Ganze hier, die Warteschlange, der man sich dann anstellt. Und einmal so das Interface noch mal ein bisschen schöner. Ja, hier ist jetzt ein bisschen problematisch wegen des Wassers hier, welches hier runterfällt, der Items. Strom her. Okay, müssen wir tricksen. Machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann einmal Wasser. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Ich mache jetzt ein Backup. Ich habe dazugelernt, Leute. Ja, ich habe dazugelernt. Mache immer ein Backup, bevor du mit Wasser arbeitest. Vor allem an Bord des Kreuzfahrtschiffs. So, okay. Zack, Wasser eingesetzt. Wasser fließt schon mal so. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich hier genau so einen Block. Den setze ich mal kurz hier hin. Der kommt weg, der kommt weg und dann kommt das hier weg. Sehr schön. Dann können wir hier unsere Wand hochführen.
ohne dass wir jetzt hier irgendwas vom System her zerstören. Gut, das sollte auch noch funktionieren. Das heißt, wir machen mal kurz ein Time Set Night und dann Time Set Day. Schauen mal, ob die Items noch ihren Weg korrekt finden. Nach unten. Ich hoffe doch. Ja, tun sie auf jeden Fall. Und sie finden auch ihren Weg ins korrekte Minecart und werden auch korrekt verladen. Bon Appetit. Sehr schön. Dann wird noch das hier bitte nett gemacht. Und nett, nett, nett. Wir lassen die auf weißem Untergrund. Das sieht dann ein bisschen eleganter aus. Und schließen den Raum hier ab. Okay, das ist jetzt der Show-Eingang. Hier außen kann man da die Show bezahlen. Und nachdem man die Show bezahlt hat, geht es dann auch in die Show rein. Ja gut, man könnte einen Spieler jetzt hier reinlassen, theoretisch. Ne? Ihr seht ja, so könnte man reingelassen werden. Aus diesem Grund müsste ich jetzt noch eine Sicherheit hier hinmachen. Und zwar setze ich Kolben hier hin. Und zwar so und so. Mit schwarzer Wolle. Ne, ihr seht schon. Ist raffiniert. Jetzt muss ich mal eines gucken. Ich glaube, das ist ein bisschen schlecht gemacht. Die Kolben schubsen einen nach oben. Ja, das ist ein bisschen doof. Die Kolben bewegen einen nach oben. Ja. Im Jahr. Nee, da mache ich das nicht so. Da machen wir einfach ein Doppelgate. Irgendwie so eine Art. So, also hier ist die Platte. So, und wenn man da drauf ist, soll sich hier was schließen, da was öffnen. Ja gut, das muss man jetzt natürlich gucken, ob das möglich ist. Also, pass mal auf, wenn ich jetzt hier ein Fansgate hinsetze. Dann ist das Zauntor erst geöffnet, wenn ich drauf gehe. Außer, ich packe hier sowas hin. Dann öffnet sich das, schließt sich das nicht durch die Druckplatte. Und jetzt kommt der Clou dahinter. Wenn ich jetzt muss ich natürlich ein Signal ableiten von dem hier. Und am besten noch schön, ohne dass es bescheuert aussieht. Ha. Das wäre nur möglich über einen Kolben, den man daneben packt. Der schließt das Soundtor. Das Soundtor ist also standardmäßig offen. Das machen wir so. Soundtor ist standardmäßig offen. Ah, das geht nicht so gut. Das will jetzt. Also, sobald ich allerdings darauf gehe, das Soundtor zu, dann komme ich hier nicht mehr runter. Wegen den Barrieren und so. Und vor mir würde das Soundtor öffnen. So, warum mal nicht neue Techniken ausprobieren? Die tun es ja auch. Hier öffnet sich das Soundtor. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir hier einfach dann eine Fackel hinpacken und das dann entsprechend invertieren. Wie invertiere ich das jetzt hier? Gar nicht. Das Signal kommt ja hierher. Ich habe ja hier ein Stromsignal dann drauf. Das Stromsignal. Ja, wo kriege ich das denn drauf? Ne, ich muss es doch invertieren. Ich invertiere es hier und kann dann sowas machen. Okay, und dann haben wir es nämlich. Dann ist es nämlich so, dass sobald ich auf das Ding draufgehe, geht das auf und das geht zu. Und schon haben wir das Problem gelöst. Und dann jetzt noch hier was hinpacken, was den Strom durchlässt. Also ein Schild zum Beispiel. Lässt den Strom ja hier weiter durch. Und dann kommen jetzt hier Teppich drauf. Und dann einmal den grauen Teppich dann hier drauf. Und es funktioniert alles. Und auf den Kolben kommt noch ein Block drauf, der dem Kolben etwas ähnlich sieht. So von der Machart her kann man da gut einen Spender nehmen. Einfach, weil es ganz nett aussieht.
und dann einmal so. Den Spender locke ich. Also machen folgendes. Blockdata heißt der Command. Blockdata, und wir locken den jetzt, weil man muss an den Spender nicht dran, das ist nur ein optischer Spender. Lock, ja, einen Doppelpunkt setzen müssen. Also kommt hier ein Doppelpunkt hin. So, und ist gelockt. Ich kann ihn nicht mehr öffnen. Und dann schreiben wir jetzt mal ein Schild hin. Ausgang. Naja, dann machen wir nochmal anders. So. Und so. Ausgang. Ja, gefällt mir. Ausgang. Da kommt nichts hin. Da kommt nichts hin. So, und jetzt nicht vergessen die Barriereblöcke. Also, give the Geocraft Barrier. Kommt einer hier hin und einer hier hin und einer hier hin. Und schon haben wir das geniale System gebaut. Ihr seht, ich komme hier weiter. Ich kann jetzt nicht mehr zurücklaufen. Ich komme nicht mehr zurück. Aber ich komme nur durch. Und jetzt komme ich in diese Richtung auch nicht. Also kann ich auch niemanden durchlassen. Wenn ich mich jetzt hier draufstelle, kann ich zwar durchgehen. Das ist eine One-Way-Gate. Aber sobald ich draufstehe, also ihr seht, durchlaufen, überhaupt kein Problem. Aber zurück geht nicht. Ich komme jetzt nicht mehr zurück, ich komme nur durch und jetzt kommt hier auch keiner mehr rein. Ja gut, solange es bald jetzt ist, jetzt kommt keiner mehr rein. Ist gut, ne? Schade, dass man die nicht invertieren kann, die Türen. Das ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert, das Ding. Wenn ich doch irgendwie... Weil ein Stromsignal an ist, ich muss die Tür schließen ohne... Ja, das ist aber blöd. Ich kann nicht den Block... Egal. Ich mache gerade ein paar Überlegungen, ob man das irgendwie hätte verschönern können. Jetzt möchte ich natürlich noch hier irgendwas haben. Ja, es ist natürlich jetzt wiederum schwer. Hier muss natürlich irgendein Block hingesetzt werden. Also, ich setze mal so einen Block hier hin. Dann setze ich auch nochmal hier so einen Block hin. Und hier. Und hier. Ja, pass auf, machen wir einfach, wir integrieren es ins Design und tun so, als ob hier die Show beginnt, auch hier dieser Teil beginnt und dann fixen wir das so ins Design rein. Ja, das ist doch mal ein Vorschlag, ein guter Vorschlag. Das sieht doch auch dann auch ganz nett aus, bürgerlich aus. So. Jetzt müssen wir ein paar nette Schilder schreiben, also hier schreiben wir hin. Eigentlich müsst ihr noch... Ja, man kommt hier eh nicht durch. Selbst wenn man rennt, kommt man hier nicht durch. Selbst wenn man rennt und springt, kommt man hier nicht durch. Ich will das nochmal ein bisschen perfektionieren, indem ich das mal einmal so herumschicke. Jetzt ist das noch schneller, das Signal. Und das brauchen wir nicht. Nicht. Okay. So, Schild. Nur Ausgang. Kein Durchgang. Okay. Denkt man sich, man kommt hier doch schon durch. Nein, kommt man nicht. Kein Durchgang, keine Chance. Das ist nur der Ausgang. Show verlassen. Und das hier genau. Und hier kann ich sowas draufsetzen, dann sieht das auch alles nett aus. Show verlassen. Ja, ich bin zufrieden. Ne? So kann man etwas gestalten. So sieht das auch am Ende nice aus und schön aus und gekonnt aus. Nicht so dahingerotzt. Ein bisschen Mühe geben. So, jetzt noch hier Seelaternen rein in die Decke. Er sagt ein bisschen Mühe geben und baut Seelaternen in die Decke. Sergius wird mir dafür den Kopf abreißen. So. Was machen wir hier noch hin? Da will doch bestimmt irgendwas hin, Leute. Da muss doch was an die Wand hin. Da sehe ich doch, da will was hin. Da können wir dann mal, keine Ahnung, Banner hinstellen oder so. Kein Plan. Machen wir mal schwarz, rot, weiß. Machen wir mal schwarz, rot, rot, schwarz irgendwie. Die Farben des Kreuzfahrtschiffs und hier einmal das Ganze invertiert an die Wand im Hintergrund. Ja, sieht dann irgendwie ganz nett aus. So, hier bezahlt man, kommt durch, kann sich dann einen Platz aussuchen, setzt sich dann hin.
Und die Show startet dann automatisch. Jetzt gucken wir nochmal eben. Ich glaube, das ist hier ein bisschen vom Timing. Kann tatsächlich noch ein Ticken größer gemacht werden. So, sobald ich dann jetzt bezahlt habe, startet dann die Show. Also startet hier dieser Countdown. Also ich bezahle mein Geld in der Kasse. So, hab bezahlt. Schwupp, werde durchgelassen. Kann dann hier hingehen und suche mir nun einen Platz aus. Okay, und ihr seht schon, da geht der Timer schon runter. Sollte jetzt jemand Neues bezahlen, wird der Timer wieder resettet. Und jetzt geht's los. Juhu. Jetzt startet die Show. Gut. Ausgang, Spieleingang. Hier haben wir die Ansteuerung von diesem Ding hier. Die ist normalerweise zu, die Tür. Wenn man auch hier nicht durchkommt. Ach ja, Barriereblöcke noch draufsetzen, damit man wirklich nicht durchkommt. So, das reicht an Barriereblöcken. Na, hier kommt noch einer hin. Und wegen des Auto-Jumps mal noch mehr hier rein. So, und am Ende möchte ich gerne noch hier genau die gleiche Tür nochmal hinbauen, für den Fall, dass die Show schließt. Die Show ist ja nur abends verfügbar. Das heißt, hier kommt nochmal die gleiche Tür wie gerade auch nochmal rein. So. Und. So. Und jetzt für den Fall der Fälle, dass jetzt hier Strom drauf ist, dann schließt sich das so. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie ein Schild hinschreiben. Die Show lässt sich ja nur abends sehen. Kommt hier nicht durch. Können wir ganz kurz dieses Ding hier hinnehmen. Das ist eine gute Idee. Ne, man kann sich nicht durchtricksen. Trotzdem hätte ich lieber einen Barriereblock dazwischen. Ne, lieber Barriereblock hier denn. Wir machen das einmal so. Zwar ein Barriereblock davor, machen das weg, dann müsste man trotzdem hier nicht reinkommen. Da gibt es kein Tricksen hier rein, da gibt es keine Möglichkeit. Und wir können trotzdem noch hier ein Schild hängen. Laser- und Feuerwerk-Show. Show. Öffnet zum Abend. Öffnet zum Abend. Zur Show, in Klammern auf, jeden Abend. Minecraft Abend zur Show. Ne, öffnet zum Abend. Müssen wir noch eine Uhr irgendwie hinhängen. Die kommt hier hin, in die Mitte. Die Show wird auch nur dann abgespielt, wenn man was bezahlt. Clock, Clock, Clock. Wo gab es die Clock nochmal? Hier gibt es eine Clock. Die kommt hier rein. Fein. Laser- und Feuerwerkshow öffnet jeden Abend zur Showkasse. Bitte anstellen. Bitte anstellen. Punkt. Nee, zur Show. Zur Show. Bitte anstellen. Cool. Die Uhr darf noch einen Block weiter nach vorne gerückt werden. Die Uhr kommt hier global hin. Ja, es tut mir leid, ich bin so einer, der. Ich möchte es immer perfekt haben. Das sieht mir auch noch nicht gut aus. Da kommt jetzt sowas hin. Und sowas hin. Und.
sowas hin. Das soll ein schöner Eingang sein. Ja. Zur Show bitte anstellen, kein Durchgang. Okay. Öffnet zum Abend. Gut. Der Rest ist klar wie Kloßbrühe. Der Rest wird dann hier nochmal dekoriert. Und ich bin jetzt fertig. So. Also, hier haben wir die Show. Idee ist folgendes. Abend öffnet sich diese Tür. Dann kann man auch hier weitergehen. Dann geht man hier hin zur Kasse, bezahlt einen Emerald, um die Show zu genießen. Wenn man Emerald bezahlt hat, geht man raus. Timer läuft ab. Man setzt sich in Ruhe hin. Man kann sich noch mal wegen Cookies auch während der Show holen. Aber die meisten werden wahrscheinlich sich erstmal hinsetzen. Deshalb muss ich den Timer vielleicht noch ein bisschen verlängern. Und dann startet die Show. Die Show kommt aus einem Pool heraus, so funktioniert das dann von unten. Da kommen die Laser heraus, projizieren eine coole bunte Lichtershow und zusätzlich wird Feuerwerk dazu abgespielt, das Ganze in einem Zufallspattern. Ja, wird auf jeden Fall nice. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. An dieser Stelle endet meine Aufnahmesession. In der nächsten Aufnahmesession geht's weiter und ja, ich freue mich schon. Ihr euch auch, hoffentlich. Macht's gut, bis bald und ciao.